Naja, so viel Training blieb mir eigentlich nicht. Ich hatte eigentlich eine relativ kurze Pause und hatte ja noch so ein bisschen zu kämpfen mit meiner Daumenverletzung, die ich mir in Japan zugezogen habe. Insofern konnte ich eigentlich erst wirklich 1,5 Wochen vor den Bahamas richtig anfangen. Und wenn man das so betrachtet, denke ich, war der Start eigentlich auch ganz okay. Und insofern versuche ich jetzt so ein bisschen reinzukommen, das Training nachzuholen und einfach gut in die Saison zu starten. Ja, ich meine, die letzten Jahre startete die Saison für mich einfach ein bisschen später. Ich hatte ein bisschen mehr Zeit, mich vorzubereiten. Aber immerhin, die Vorbereitung, die ich hatte, war in den USA bei ganz guten Bedingungen und ganz gutem Wetter. Insofern, ja, ist es schwierig zu vergleichen in diesem Jahr, aber denke ich dann relativ ähnlich. Ja, wir haben einen super Turnierplan, viele Turniere dazu bekommen und ich freue mich einfach insgesamt auf die Saison. Glaube, dass ich ganz gut gereift bin letztes Jahr. Es ist auf jeden Fall angenehmer, nicht mehr als Rookie aufzuziehen, sondern alles zu kennen, die Spieler zu kennen, die Plätze natürlich zu kennen. Und insofern glaube ich, dass es mir ein bisschen leichter fallen wird auf der Tour. Insgesamt die Erwartung, ja, einfach so oft wie möglich wirklich in die Top 10 zu zielen und ab und zu mal um den Sieg mitzuspielen. Und ich denke insgesamt, also wenn ich mir hohe Ziele stecke, Top 25 in der Moneyliste war auf jeden Fall ein gutes Resultat für mich Ende des Jahres. Ja, wie gesagt, meine Vorbereitung war nicht so super und nicht so lang. Deswegen möchte ich einfach die Zeit genießen, wirklich richtig in Schwung kommen. Und ich denke, mit Top 10s kann ich ganz gut zufrieden sein, wenn sie denn eintreffen sollten. Ja, es ist auf jeden Fall ziemlich heiß hier. Wir sind ja erst Montag geflogen, Montag angekommen. Insofern hatten wir jetzt 2 Tage, um uns ein bisschen an die Hitze zu gewöhnen und den Platz zu spielen. Und ja, ich versuche einfach, mich gut zu ernähren, gut zu essen, gut zu trinken und mich auch ein bisschen zu schonen, weil es ja noch 2 lange Wochen hier in Asien sind. Und ich denke, dann bin ich eigentlich ganz gut vorbereitet und auch körperlich fit für die nächsten 2 Wochen. Bestimmt. Bis jetzt, wie gesagt, erst 2 Tage hier, habe ich es noch nicht so richtig geschafft. Ich war so ein bisschen, hatte so ein bisschen Jetlag und war früh im Bett. Aber jetzt die nächsten Tage werde ich mal gucken, was es hier so gibt an Shopping. Das ist sicher ganz interessant. Und ja, ich habe immer Spaß, wenn ich in neue Länder komme und die Leute hier kennenlerne und die Kultur. Insofern freue ich mich jetzt auf die nächsten Tage und ja, das erste Mal in Thailand und dann wirklich das Land so ein bisschen besser kennenzulernen. Ja, Sandra ist ja die einzige Deutsche neben mir und ja, wir sehen uns ab und zu. Bisher haben wir jetzt noch nicht wirklich was unternommen zusammen, aber wir sind ja alle im gleichen Hotel. Insofern sieht man sich bestimmt mal beim Abendessen oder heute Abend jetzt auch bei diesem Gala-Dinner. Aber ansonsten bin ich allein unterwegs. Mein Freund ist ja auch Caddy, insofern habe ich gute Begleitung und fühle mich wohl und freue mich jetzt auf eine gute Woche.